Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Und hiervon geht es weiter. Du musst mir helfen. Ich befehle es. Mein Mann wird sterben, wenn du dich weigerst, nach ihm zu suchen. Ja, dass die Verzweifelten nur immer so unhöflich sind. Ja, eben. Guck mal. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Beeil dich, bitte. Naja, manche Leute, ne? Manche Leute. Ach schön, ne? Mit diesem Wassereffekt so ein bisschen auf der Linse. Weil es ja so ein bisschen hochspritzt und alles. Ach, ist das cool. Ja, ja. Das ist schon schön. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Warum seid ihr so wütend? Oh Gott, ich glaube, ich werde sein. Claudius! Hey, du! Hallo! Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Ja, ja, sollte ich unbedingt machen. Ja, aber vorher musste ich noch einsammeln. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. Kollege? Okay. Naja, gut. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person. Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie könnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freundin in der Stadt wird mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. So das verstehe ich nicht.
Wie verheiratet? Ich bin noch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Also das eine? Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Na bitte, sei still. Ach, tut mir leid. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Die frische Luft hier am Fluss tut mir richtig gut. Mein Kopf wird schon sehr viel klarer. Also du kannst ja Jungfrau sein und verheiratet. Das ist ja überhaupt kein Problem. Kommst du? Kommst du? Ah, oh, du bist zu blöd, zum Busfenster auszuwinken. Oh, jetzt mal echt, ey. Ich glaube, das geht jetzt nicht gut für ihn aus. Da bist du ja, mein Liebster. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei dir. Vor allem Lippenstift zu der Zeit? Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir. Vergiss es. Das ist mein dummer Sinn. Sie haben unserem Land schon genug gestohlen. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Oder heiratest. In Zukunft, pass auf, wenn du heiratest. Was? Ist natürlich irgendwo auch clever, ne? Ich meine, wenn das halt so Gesetz ist, dass man dann so eine Aussteuer, also so eine Jungfrauensteuer bezahlen muss und sowas, ne? Das ist mal eine andere Art und Weise von Hochzeitsschwindler. In dem Falle ja Hochzeitsschwindlerin. Nein, da ist sie so. Ich werde sie nie wiedersehen. Ach Quatsch, wir helfen dir dabei. Komm, auf geht's. Na, komm. Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst sein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Wir haben doch gehört, wo die Banditen hin wollten. Oh, der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das Buch ist fort. Du... Du meinst, hier drin? Wo wir ja auch schon gesagt bekommen haben, dass da so ein Totenbuch drin ist? Dieser Krieger wird das Buch finden. Ja, ja, er wird es finden. Gut. So, was haben wir hier? Also, was ist das? Nomadenbazar. Aha. Kaufen Kohlenstoffkristall. Hekatruhe. Enthält eine Waffe oder ein Schild der Seltenheitsstufe selten oder legendär oder manchmal auch etwas noch wertvolleres, wird nach dem Kauf automatisch geöffnet.
Lootboxen, ja? Sehe ich das richtig? Wird meist in Militärlagern gefunden. Diese Kristalle gelten als wertvolle Edelsteine und werden daher häufig in Schmuckkästchen aufbewahrt. Ja, da, auf jeden Fall haben wir da einen Kohlenstoffkristall, haben wir ja selber schon. Krokodilei. Hm. Okay. Hm, gut, was sagt er jetzt? Medjay, großer Krieger, komm. Ja. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle. Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. Das Dromedar-Symbol zeigte den Standort von Reda, dem Händler. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot, also besuche ihn regelmäßig, da sich sein Sortiment jede Woche ändert. Außerdem bietet Reda an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Ach so. Okay. Medjay, eine Waffenlieferung ist abhanden gekommen. Wenn du sie findest, ist mit Sicherheit etwas Interessantes für dich dabei. Du kannst da einfach nehmen, was du möchtest. Finde und berge die Lieferung, ja? Für 8. Ja, dann gehen wir da natürlich mal hin, ne? Und ich sage, ups, vergesst das immer wieder. Ach nee, doch, da ist er. Okay. Ja, für mich ist das ja vollkommen egal, ne? Ob das jetzt so ein junger Bub oder ein alter Mann oder eine mittelalte Dame oder was auch immer, ist mir egal. Jemand hat eine Aufgabe, ich helfe und wenn ich sie erledigt habe, kriege ich Kohle. Oder XP. Oder beides. Ist doch absolut in Ordnung. Also, ne? So, Spoiler-Spiel. Alles gut, ne? Okay, wenn man schnell fährt, kann man das Boot nicht mehr wirklich gut lenken. Und Sprachräder. Der Pater. Sehr seltener, leichter Bogen. Schussfrequenz, kritische Trefferwirkung. Ja, das ist schön zum Verkaufen. Die Quest ist jetzt durch? Die Quest ist jetzt durch. Cool. Das Totenbuch. Na, dann machen wir das als nächstes, würde ich sagen. Ja. Schön. Ey, das sind so leicht verdiente XP manchmal. Was fetzt? Was? War ich doch noch zu nah an der Insel oder so? Weiß es nicht. Miau. Miau.
So, wenn wir da oben sind, steigen wir aufs Pferde. Hier singt jemand, das ist auch immer schön. So, mal nochmal. Also hier haben wir immer noch den, hier ist der Morgenglanz, da ist der Pater. Tatsächlich würde ich dann doch den Morgenglanz behalten und die anderen hier und den Pater verkaufen wir. Na komm, weg mit dir und weg mit dir. Schön. Pfeilmenge. Armschienen. Pfeilmenge. Eindeutig. Eisen. Eisen und Bronze. Nur da. Mal gucken. Ah, finde ich cool, dass man sich hier Sachen noch so ein bisschen, ne, verbessern kann. Allerdings finde ich, dass einem manchmal nicht so genau genug erklärt wird, was der Hintergrund ist. Oder wie man dann weitermacht. Die sind ja wieder da. Ich sollte mich hier... erwischen lassen. Nö, genau. Das kriegen wir aber hin, das ist kein Problem. Hey, wer war das? Hier war das keiner. Brauchst du gar nicht so zu gucken. Ja, ja, nee, ah, da hast du mich. Ja, nee, da hast du mich. Das ist jetzt richtig dumm gelaufen für mich. Was? Ja, nur gut, dass wir das vorher schon mal platt gemacht haben hier, ne? Doppelte XP. Nicht unbedingt doppelter Loot, aber immerhin. Ne? Gab's denn hier? Oh, hat wir auf jeden Fall. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Ja, ist so gut. Wollt's doch auch gar nicht behalten. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Ja. Ach, da haben wir's. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich sag auch überhaupt nicht oft so oder so. So. Was haben wir hier? Das Totenbuch, genau. Und noch was Kleines. Ach so, das sind aber die nächstgrößeren Level dann, ne? Oder? Nee. Ah doch, hier, Level 13. Genau, na, da will ich noch nicht unbedingt hin. Ach komm. Dann machen wir hier eine Schnellreise hin, dann
geben wir das noch schnell ab. Dann haben wir da wenigstens noch einen Haken dran gemacht. Und dann ist es auch gut. Bewegung! Los! Eine Katze! Hi? Oh. So süß. So süß. Ah, so eine süße Katze. Notizen zu den Vorgängen in der Nachwelt. Der Verstorbene kommt ins Grab, steigt hinab in die Unterwelt und der Körper gewinnt seine Fähigkeit zurück, sich zu bewegen und zu sprechen. Der Verstorbene reist in der Sonnenbarke über den Himmel als einer der gesegneten Toten. Am Abend reist der Verstorbene in die Unterwelt, um vor Osiris zu erscheinen. Nachdem seine Unschuld bewiesen wurde, übernimmt der Verstorbene Macht im Universum als einer der Götter. Ich habe mich jetzt bloß gerade mal weggenommen, weil ich dachte eigentlich, dass die Cam das gut genug abdeckt oder halt nicht abdeckt. Aber wenn die Texte etwas länger werden, dann doch. Und damit ihr die Möglichkeit habt, das selber zu lesen, ne, dass alles ein bisschen inklusiver passiert. Ja, und kann ja sein, jemand möchte das lieber selber lesen, dann soll er da gerne auch die Möglichkeit dazu haben. Entschuldigung, leicht Schluck auf. Und deswegen zeigen wir das mal ganz kurz an und dann ist doch alles gut. Und jetzt sowieso hier der Mensch. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Echt jetzt? Ja, toll. Der Tempel wird bestimmt jetzt nicht... Jetzt wollte ich das extra noch abschließen, ne? Ja gut, dann werden wir doch erst in der nächsten Folge sehen müssen, wie es weitergeht. Weil ich denke, dass wir dort in diesen Tempel jetzt nicht so ohne weiteres einfach komplett rein dürfen. Und naja. Transportierungs. Stört die nicht, ne? Ah, da war doch noch ein Pfeil liegen geblieben. Schade. Ich muss immer mal gucken, dass ich solche Konvois, wenn sie von der Stufe her passen, dass ich die dann auch einfach mal wegmache. Ne? Einfach mal wegmachen. Weil das hat gut Rohstoffe bei sich, das Ganze. Und das kann ja dann nicht verkehrt sein. Dann müssen wir nicht so viele kleine Tierchen hier buchen. Traumhaft. Danke, Senu. Ohne Mist, ich finde diese Mechanik, finde ich halt cool. Ist einfach,
Geht aber auch relativ fix. Oh. Ja, die geben wahrscheinlich nichts, ne? Die hauen auch nicht ab. Ah, gut, das kann ja mal passieren, ne? Aus Versehen ist da... Ne? Manchmal trifft er auch ganz gut. Okay, gut. Wie gesagt, wir schauen dann mal da hoch. Wir schauen dann mal da rein. Dann versuchen wir das mit dem Buch noch gerade zu ziehen. Und dann wird das Ganze schon noch ein tolles Ende nehmen. Aber, wie schon garantiert jeder sich denken konnte, machen wir in der nächsten Folge. Kommen die eigentlich irgendwann auch mal wieder? Oder... Also wenn ich jetzt später nochmal wiederkomme, ist es dann hier wieder... bevölkert? Ja gut, hier drüben sind noch ein paar, ne? Okay, weil das ist halt... Ja. Naja. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen.